Dieses Jahr 2019 ist auch für die Bayern-SPD ein Jahr des Umbruchs und des Neuanfangs. Sie muss sich was einfallen lassen nach der heftigen Niederlage, die Natascha Kohnen als Spitzenkandidatin kassiert hat. Es brodelt unter Bayerns Genossen kurz vor dem Parteitag. Der Landtagsabgeordnete Florian von Bohn auf dem Weg zum Dreikönigstreffen der Münchner SPD. Es ist das erste offizielle Wiedersehen der Genossen im neuen Jahr. Von Brunn war einer der Ersten, der nach der Landtagswahl im Oktober inhaltliche und personelle Konsequenzen gefordert hatte. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Mich treibt natürlich die Situation der Bayern-SPD immer noch um und der Bundes-SPD insgesamt. Das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl, es steckt den Genossen immer noch in den Knochen. Nur noch fünftstärkste Kraft in Bayern. Unter 10%. Einstellig. Eine Bankrotterklärung für die einst stolze Arbeiterpartei. Fehleranalyse der Parteibasis. Was immer der Bayern-SPD und der Münchner-SPD ist, dass uns ewig die Problematiken aus Berlin erdrücken. Und die kriegen wir jetzt mal bei der Wahl um die Ohren gehauen. Viele sehen aber auch Fehler bei der Wahlkampfstrategie in Bayern. Der Begriff des Anstands, den Natascha Kohn ja sehr groß gemacht hat, finde ich ganz wichtig eigentlich, ja, politisch anständig zu sein. Aber es war einfach zu abstrakt. Die Leute konnten damit nicht so viel anfangen. Ich denke mal, wir hatten auch von den Köpfen her nicht das richtige Angebot, um erfolgreicher zu sein. Die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen verliert im BR-Bayern-Trend an Zuspruch. Auf die Frage, wie zufrieden die Bayern mit der Arbeit der SPD-Landesvorsitzenden sind, zeigen sich 29% sehr zufrieden oder zufrieden. Das sind 13% weniger als unmittelbar vor der Landtagswahl. Selbst bei den SPD-Anhängern ist nur gut die Hälfte mit Kohnen zufrieden. Sie wird auf dem Parteitag vorstellen, wie sie sich die bayerische SPD in Zukunft vorstellt. Und davon wird abhängen, wie alle anderen Entscheidungen laufen. Sowohl inhaltlich als auch personeller Art. Und dafür hat sie ja auch geworben, dass wir ihr die Chance gibt, auf diesem Parteitag noch mal darzulegen, warum sie glaubt, aus ihrer Sicht, warum die Wahl so schlecht gelaufen ist. Die Stimmung beim Dreikönigstreffen der Münchner SPD, sie reicht von positivem Optimismus, jetzt muss es wieder aufwärts gehen, bis hin zu pessimistischen Einschätzungen. Ich will jetzt nicht, wie soll ich sagen, negative Prophezeiungen eigentlich vorwegnehmen, aber ich befürchte tatsächlich, dass wir nicht besser dastehen als bei der Landtagswahl, eher schlechter. Selbst bei Kernkompetenzen verliert die SPD. Auf die Frage, welcher Partei die Bayern am ehesten zutrauen, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, verliert die SPD 9 Prozentpunkte. Bei ihrem zentralen Thema im Landtagswahlkampf, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, verliert sie 8 Prozentpunkte. Und dass die SPD die wichtigsten Aufgaben in Bayern lösen kann, trauen ihr nur noch 6% zu. 2 Prozentpunkte weniger als vor der Landtagswahl.